Ah, schön. Und mittendrin gleich. Alter, der hält einfach den Energiestick fest. Mann, ausweichen, Alter. Scheiße. Ach, leck mich doch. So, lass mich raten. Er ist nicht zuerst. Kannst vergessen. Den Arm abgeschlagen. Na klar. Kann man bringen. Okay. Alter, wie viel Schlagkombination macht er denn? Und Kick. Komm. Scheiße. Ja, ich kann scheinen schon, gerade. Schwein gehabt. Der sieht echt übel aus, Alter. Ist er Patient 0? Zu spät. Oh, ich geht's. Sie wollte dir nur helfen, aber bald wird sie eine von uns sein. Okay, krass. Sie ist also infiziert jetzt? Alles gut. Geh weiter. Ah, so, ich muss mal ganz kurz erstmal hier eine kleine Heilpause machen. Na, das hat wohl nie recht. So, und wie immer. So, ich hatte jetzt die normale Schrotflinte, die ging ganz gut. Aber auch das Nachladeprozedere ist halt tatsächlich recht zäh. Einfach sehr zäh. Schnell nachladen. Zack, haben wir. So, die Plattform bringt uns also nach oben. War er denn von vornherein Patient 0? Oder ist er jetzt einfach nur quasi ein Opfer der Umstände? Weil, ich sag mal so, wenn du jetzt hier Patient 0 bist, lässt man dich hier nicht irgendwie als Gefängniswärter, ich sag mal ins Blöde, stumpf gesagt, arbeiten. Geschafft! Ne? Danny! Danny! Hey! Ja, das ist so klar. Okay, komm schon. Hoch mit dir! Alles wird gut! Ich glaube nicht. Darfst du nicht im Mund kriegen! Du darfst nicht im Mund kriegen! Das ist unfair! Mist! Ich wollte sie aufhalten. Ich werde nicht so ein Ding werden! Na, nein, das wird nicht passieren! Hey, wir kriegen das hin! Ja, wie denn? Wir folgen einfach dem Plan. Wir gehen zum Turm des Wardens. Es muss einen Weg geben, das Ganze umzukehren. Das weißt du nicht. Ja, das stimmt. Aber wir geben doch jetzt nicht auf. Wir ziehen das Ding jetzt durch. Gemeinsam. Okay. Das ist die nächste, die dir denn in den Rücken fällt. Okay. Los jetzt. Es ist die Frage zu bezweifeln, dass wir dafür jetzt wirklich eine Heilung finden. Alles gut. Vorerst.
wirst du brauchen. Aber ich sag mal so, wenn es schon so schnell geht mit der Infektion. Also, was ist jetzt vor einer Minute infiziert worden? Kick sie dir an. Ich gebe mal noch eine Minute, dann hat sie drei Arme. Ah, da steht ja wieder unsere Planierraupe. Ich kenne das hier nicht. Wo sind wir? Finden wir es raus. So, Duncan Cole. Meinungsverschiedenheit. Duncan Cole. Meinungsverschiedenheit. Meine Geduld ist am Ende, Maler. Es sind jetzt schon fast 6 Monate. Ich bin kurz davor, Cole. Die Biophage zu verstehen, um sie wie Subjekt Null zu nutzen. Ich brauche nur mehr Zeit. Oder? Nein. Subjekt Null. Was auf Europa passiert ist, war eine Tragödie. War eine Erleuchtung. Das ist der Gefängnisdirektor, ne, oder? Hier haben wir einen Drucker. Aber wir haben auch nichts zum Drucken. Also wir haben auch nichts, was wir jetzt verkaufen könnten, ne? Wir haben jetzt nur tatsächlich Munition gefunden und das war's. Ich geh nochmal ganz kurz hier um die Raupe rum. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Aber nein. Aber nein. Man hat tatsächlich wirklich so das Gefühl, dass sich solche Wege hier in diesem Spiel überhaupt gar nicht lohnen. Ja. Guck mal ganz kurz, wie viel Cash haben wir? Ah, reicht nicht. So, okay. Wo sind wir? Hier ist Tür zu. Da können wir hin. Ich könnte tatsächlich jetzt nochmal sagen, ich nehme den Revolver. Damit ich jetzt erstmal noch ein bisschen so die etwas schwächere Munition für die Leute hier verschieße, also für die normalen Gegner, weil irgendwann werden anscheinend die Bossfights hier immer relevanter. Und immer krasser. CPU-Drucker. Schön, 1000. Oh Mann, warum rennt er denn nicht? Ja, mach in Ruhe, ich geh mal schnell zum Drucker. Geh mal zum Drucker, um den Drucker zu verkaufen. Ich komme gleich gucken. Wir müssen sofort verschwinden. Gute Idee. Nach dem Drucken. No! Schaffen wir es zu ihm? Nein! Nein! Scheiße! Warum denn? Okay, komm, also nehmen wir zum Drucker. Toll. So, was hast du denn hier? Was gucken wir jetzt hier? Scheibe ist kaputt. Oh. Alter, das sieht ja nicht gut aus, so. Nee, du. Da müssen wir mal mit dem Topf Farbe ran. Das geht nicht. So, lass mich raten. Okay, Tür ist offen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Oh, okay, okay. Alter. Schädelbasisbruch. Wenn der zuschlägt. Kannst du ja vergessen, Alter. Turm. Schön, dass die einzelnen Druiden, die noch funktionieren, die sind, auf die wir treffen. Toll. Einfach schau. Sollen die sich da mal durch die Simutanten durchgraben? Schön. So schön wieder hier zu sein, wo wir einfach mal vor x Stunden gestartet sind. Dani, kannst du mich hören? Dani? Oh, soll das ein Witz sein? Wieder ganz am Anfang. Wieder ganz am Anfang. Ah, verdammt, was soll ich jetzt nur tun? Kommen Sie. Maler. Wir haben nicht viel Zeit. Ich konnte eine Sicherheitseinheit umleiten. Ich habe Dani. Wo ist sie? Im Labor, im Herzen der Anstalt. Er überwacht alles, aber hier können wir reden. Ich kann sie zum Boden bringen. Ich kann sie heilen. Ich möchte helfen. Sie? Sie haben mir dieses Ding in den Nacken getan und jetzt wollen Sie helfen? Bitte beeilen Sie sich. Kommen Sie her, Jacob. Wie? Weiter vorne.
vorne ist ein Raum, der in einen Bereich führt, zu dem Wärter und Häftlinge keinen Zutritt haben. Finden Sie ihn. Ich mache Ihnen den Weg frei. Hätte von Anfang an machen können. Hätte von Anfang an machen können. So, hier vorne Wachraum. Ne, der Wachraum wird es nicht sein, weil da werden auf jeden Fall die Wärter Zutritt haben. So, hier hinten ist soweit alles dunkel. Ja, ich gehe jetzt auch nicht mehr in diese Ecke da hinten drin, weil ich, wahrscheinlich wird eh nichts drin liegen. Nachher lag da jetzt voll der krasse geile Stuff. Was ist mit dir? Schläfst du? Nee. Okay, eine Kiste. Bitte keine Made drin. Danke. Voll lieb von dir, Spiel. Okay, ein paar Credits. Finden wir hier noch andere Sachen. So, hier vorne muss eine Sicherung rein. Ah, okay, Serverraum, irgendwas. Okay, jetzt versuchen wir erstmal den Drucker zu verkaufen. Für 1000, das ist natürlich geil. Das ist geil. Okay. Wir könnten den Schaden erhöhen. Nicht, weil wir haben keine 2,7. So ein Dreck. So ein Dreck. Wir könnten die Skunkflinte. Leider nicht. Mit der Magnum-Patronen-Schadens-Upgrade nochmal ausstatten. Aufstandsflinte. Explosiv-Upgrade. Könnte ich mir auch schön vorstellen. Könnte ich mir auch. Achso, Mann. Könnte ich mir auch nicht vorstellen. Die Automatikpistole lasse ich jetzt komplett außen vor. Magnum-Patronen-Upgrade. Wäre eine geile Sache. Erhöht ein bisschen den Schaden. Ist man natürlich halt bei so einer Schnellfeuerwaffe ziemlich geil. Ich bin unschlüssig. Bin ein bisschen unschlüssig. Stabilität-Upgrade und dann nochmal Zielsuchgeschosse. Oh, spaßig. Aber 4-5 zusammen zu bekommen. Das ist amtlich. Ob ich das schaffe hier noch in dem Game, das weiß ich nicht. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. So richtig. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich warte kurz noch. Ich muss erstmal eine innerliche Münze werfen. Vielleicht finde ich hier noch ein paar Credits oder irgendetwas. Ach, nicht doch. Okay, vorne finden wir noch was. Ein paar Credits und Munition. Immer nur für die Aufstandsflinte. Sturmgewehr, oh schön, für ein Sturmgewehr. Das ist natürlich eine gute Sache. Ich stehe tatsächlich sehr auf halt Sturmgewehre oder halt so Schnellfeuerwaffen. Fand ich schon bei, tatsächlich bei Dead Space ziemlich cool. Hat mir manchmal mehr Spaß gemacht als der Plasma-Cutter. Obwohl man den natürlich auch bis zur Unkenntlichkeit gezockt hat. Zieht euch mal rein. Oh oh. Könnten wir den Stealthy-mäßig töten? Das wäre geil. Rückgut finden. Nein, oh nein. Nein, nicht er, Alter. Nicht doch er, bitte. So,
Er ist schon echt uncool. Tja, wünsche ich mir jetzt das Upgrade gemacht zu haben? Jupp. Ups. Okay, Nahkampf. Nicht so geil. Ich hab das richtig. Gibt's ihn. Sehr schön. Und wir haben nochmal einen CPU-Drucker. Wunderbar, das sind nochmal 1000 Dinger. Das bringt uns jetzt natürlich ein bisschen weiter. Irgendwie vorne am Intershop. So, wunderbar. Ja, dass das natürlich so ein Penner ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie sieht's denn überhaupt aus, munitionstechnisch? Haben wir... Okay, für den Revolver sind wir jetzt erstmal wieder ein bisschen blank. Oder, warte mal, wir gehen mal gleich auf die Aufstandsflinte. Dann schießen wir uns da nämlich mal ein bisschen leer, irgendwie in der Hoffnung, mit 8 Schuss. In der Hoffnung, dass wir da eventuell noch ein bisschen Munition für die anderen Sachen finden. UJC-Druck wünscht Ihnen einen United-Tag. Den wünsche ich mir auch. Den wünsche ich mir auch. 3100. 3100. Ja, ich sag mal, der Elektrostick wäre halt auch geil, ne? Irgendwie, weil... Wir sind schon viel mit Nahkampf unterwegs. Die Frage ist halt nur, wären die Gegner jetzt so mächtig, dass wir kaum noch Nahkampfschaden... oder in den Nahkampf kommen? So... Die ist Gangflinte. Könnten wir jetzt tatsächlich mit dem Magnum-Schadens-Upgrade durchziehen? Das würde gehen. Für die Schwarmgeschosse, die wahrscheinlich sehr viel Munition fressen würden, reicht es nicht. Alter, nochmal. 9000 Dinger, nur um nachher hier hinzukommen. Wir geben uns das mal. Wir machen hier die Schadenserweiterung. Qualitätsprüfung bestätigt. Und dann ziehen wir erstmal weiter. Wie bei der Aufstandsflinte. Was ist die Aufstandsflinte? Noch hier eigentlich auch nochmal für 300, dann müssen wir nicht weiter. Das ziehen wir durch. Wenn wir schon mit der kämpfen, dann so ein bisschen Bums haben. Sehr schön. Okay. Soll ja Spaß machen. So, und das letzte Ding wäre quasi die Explosivgeschosse für 2,7. Wir könnten es auch forcieren. Ne, wir könnten uns auch dahin arbeiten, mal kicken, wenn sie Power hat. Ich lasse mich ja Jana eines Besseren belehren, irgendwie mit der Flinte. Wir schauen mal. Zack, rennen damit. Alte Sicherung raus. Neu rein. Schlumsi bumsi. Können wir hier noch irgendwas machen? Echt jetzt? Verarschen. Munition? Ja, wir finden immer die Munition irgendwie, die wir tatsächlich gerade nicht benutzen. Von der Waffe. Was war hier los? Wer steht denn da? Who's there? Da ist immer so ein kleines Schild hier vorne dran. CPU-Drucker. Oh Mann, echt jetzt, Alter? Jetzt geben sie mir aber wirklich Cola an der Hand. Verkaufe ich gleich. Tut mir leid, dass wir jetzt hier so Umwege machen. Aber ihr habt gesehen, wie schnell das Inventar voll ist. Bitte treffen Sie eine Auswahl. Swimpf. Zwei, sieben. Ja, no. Das ist natürlich geil. Aber die Frage ist, was wird es uns kosten? Ja. Ach, ey. Entscheidungen. Ihre Entscheidungen haben Sie hergebracht.
Ja, das hast du uns am Anfang schon mal erzählt. Ach krass, hier kannst du in die Zellen reinschauen. Das ist ja interessant. Schade. Wird ja witzig. Freundchen, kommst hier nicht einfach ungefragt hier rüber. Tala Ismene. Nein. Upsala. Falscher Button. So. Tala. Beobachtungsprotokoll. Subjekt 324-980 weist eine faszinierende Mischung von Merkmalen auf. Vor allem einen verstärkten Überlebenswillen. Extraktion und Aufnahme in das Programm wird empfohlen. Danke. Also nicht, dass wir das sind, aber... Echt, ja? Kommst du da rüber? Schwupp. So 8 Schuss sind natürlich auch nicht zu verachten, irgendwie in so einer Flinte. Da kannst du schon ein bisschen, kannst du schon Spaß haben. So, jetzt kommen wir wahrscheinlich durch das zerbrochene Fenster darüber, würde ich sagen. Schauen wir mal. Nee? Echt nicht? Okay. Warum nicht? Dann wohl hier. Schraubenschlüssel frei. Und einmal durch, bitte. So. Ludwig von Ludhofen schlägt wieder zu. Ein paar Credits. Ein bisschen Moon. Fantastisch. Haben wir hier noch irgendwas? Aber die sehen auch echt nicht bequem aus, die Stühle. Wie sehen die von vorne aus? Also geil ist ja nicht. Das geil ist nicht. So, was sind. Ach, das ist ein Waschbecken. Das ist aber. Was ist denn für ein Schrank da drüber? Mal, der wird wahrscheinlich noch aufstehen. Akzeptiere keine Aufstände. Oh, scheiße. Die auch nicht. Ah. Ich hab's erstmal ein kleines Gesichtspeeling. Schön. Ach, so ein Mist. Der Psychiatrieblock, Alter. okay. Setzen wir uns mal kurz mal eine Spritze. Zack, da. Und dann werden wir mal den Heimweg. Steht der. Ist der Dicke jetzt eigentlich auch aufgestanden? Ich hab das jetzt ja nicht gesehen. Lass mal das Bild von mir. Leben. Und 3 Schuss. Schön. Ach, wunderbar irgendwie. Großartig. Jetzt kann also noch jederzeit hier unten beknackter rausgesprungen kommen. Dir traut doch auch nicht über den Weg. Hey, sind überall. Oh nein. Das hier sieht älter aus als der Rest des Gefängnisses. Oh Scheiße, okay. Zurück. Nein, nein. Ach, das war die Shotgun. Ah, ärgerlich. Egal. Party on Wayne.
hatte tatsächlich kurz gedacht, dass ich die, aber ne, da sind wir wieder bei der Waffenauswahl. die ist halt irgendwie echt nicht optimal. Dachte tatsächlich, dass der Sturmi wäre am Start ist. Warte aber nicht. Oh, sieht alles so vertrauensvoll aus hier so. Oh, Gottes Willen. So, wie ist noch? Explosivbehälter. Da war ein Explosivbehälter. Oh, nicht so geil. Niemand klopft ungefragt an meine Tür. Auch nicht du, Dicker. Also ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich, man gewöhnt sich nicht daran. Also ich gewöhne mich nicht daran. Das sieht immer noch übel aus. Und einfach... Oh shit, okay, wir sind jetzt fast durch mit der Munition für die Aufstandsflinte. Dann lass uns mal switchen. Geh mal zum Revolver über. Die sich einfach gedacht haben, komm, wir machen mal richtig überzogene, krasse Gewalt irgendwie, damit das Spiel dadurch irgendwie so ein bisschen mehr gepusht ist. Weil... Sachen passiert. Ja. Riecht nach einer Falle. Riecht nach einer Falle. So. Ja, sorry, dass ich hier mal ein bisschen so mit den Sätzen unterbreche. Aber jetzt hast du den Anschein, dass wir jetzt halt einfach das Maximum an Effekt haben wollen in dem Spiel. Um damit so ein bisschen so über die Schwächen drüber hinwegzuwischen irgendwie. Ne? Weil ich sag mal so, es ist halt schon sehr, sehr monoton. Energieumwandler, okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Die stehen alle. Das war so klar. Das war so klar. Wären zwei. Denn eben nicht. Ah, ich hab ein bisschen. Da stehen noch mehr auf. Echt? Das hat ihm schon gereicht? Okay. Naja, gut, was? Ich mich beschweren, ich denke nicht. Nein! Tatsächlich, weiß ich gar nicht, haben wir den schon mal in einer mutierten Form gesehen? Ich glaube nicht, ne? Möchte ich auch eigentlich nicht. Das kommt noch dazu. Möchte ich gar nicht. So, das ist hier Captain Explode. Ein paar Credits fallen lassen. Hm. Okay. Cool, haben wir neu gekriegt. Schön. Aber warum eine Psychiatrie, Alter? Ist denn ein Setting in so einem Scheißknast nicht schon schlimm genug? Irgendwie müssen es jetzt auch noch durchgeknallte Irre sein.